Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Assassin's Creed 2. Ich bin Ank, wir sind EZ Auditore und ich freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid. Wir wollen heute ein wenig einen Platz einnehmen, eines Kurieres, aber selbstverständlich unbemerkt. Was offensichtlich auch nicht ganz so einfach ist, aber vielleicht kriegen wir den hier erstmal ausgeschaltet. Ja. So, hat keiner mitbekommen. Oh, sexy Rüstung. Ja, aber die Assassinenarmschiene. Voll unauffällig. So, die Kiste aufheben. Jawohl. Dieser Moment ist von größter Wichtigkeit. Haltet die Formation. Macht keinen Fehler. Attentat auf den Spanier. Der Wache folgen. Keine Aufmerksamkeit erregen. Wieso haben die alle Hämmer? Wollten die alle Tischler werden? Oh, die Hammertypen folgen mir jetzt auch. Der hat mich angerempelt. Ja, du bist ja lustig. Aber ich habe auch Humor. Und ich finde es irre komisch, dich Stück für Stück. Ey Leute, was soll denn der Bullshit? Ey, Arschlöcher, was soll denn das? Ist mich hart mobben und dann... Er rempelt mich an, lässt seine Kiste fallen und ich bin der Schuldige. Geh weg, du Kistenarsch. Mann, komm, rempelt mich doch mit Absicht an. Die mögen mich ja. Geh weg mit deiner Kiste. An alle Bürger der erlaubtesten Republik. So, schön vor. Du Kistenmann, geh weg. Ganz ruhig, ganz entspannt. Oh, guck mal, ein Bettler. Haha. So, weiter geht's. Oh, guck mal, Nebel. Oh, wie schön, Nebel. Am Fußboden ist einfach Nebel. Da ist der Spanier. Ihr habt es wirklich? Und keine Verfolger? Absolut. Alles ist perfekt gelaufen. Wir haben eure Befehle genauestens befolgt. Die Mission in Zypern war schwieriger als erwartet. Es gab Komplikationen. Ezio, es ist lange her. Rodrigo, also, wo ist er? Wer? Euer Prophet. Es ist wohl niemand erschienen, Rodrigo. Wie viele Menschen sind dafür gestorben? Für den Inhalt dieser Kiste? Und seht, es ist niemand hier. Ihr behauptet nicht zu glauben? Und doch seid ihr gekommen? Seht ihr ihn nicht? Der Prophet ist hier. Ich bin der Prophet. Nun gebt mir den Apfel. Kommt und holt ihn euch. Das ist okay. Dann machen wir das halt. Alter. Kämpfen kann der Dicke. Na? Aber er ist nicht schneller als wir.
So, gleich haben wir dich. Ist das alles, was ihr habt? Wo ist der Rest eurer Leute? Welche Leute? Ihr habt wirklich keine Ahnung, was? Wache! So, dann töten wir jetzt seine Leute. Na gut. Oh. Na? Und das ging quer durchs Gesicht. Der eine hatte Großmeister Panzerung. So, wir müssen die Spanier noch mal ein bisschen hier bearbeiten. So. Ich will den jetzt tot sehen. Genau so. Und jetzt müssen wir nochmal ein bisschen hier. Wieso ist denn die Leiche gerade in den Himmel geflogen? Die Leiche ist einfach abgehoben. Hat er mich getroffen? Ich bin ausgewichen, oder? Oh, der hat seinen Kollegen hier gestreckt. Na, komm schon, Spanier. Dann ist es schwierig sein, dich zu töten. Bei deinen Leuten geht's ja auch ganz schnell. Na. Okay, haut jetzt ab. Onkel! Keine Sorge, Neffe. Du bist nicht allein. Wolpe? Was tut ihr denn hier? Na, wir könnten euch wohl dieselbe Frage stellen. Hier. Spart euch die Fragen, Bruder. Lasst Borgia nicht mit der Kiste entkommen. Ezio hat nicht verstanden, dass er da eins... Jetzt werdet ihr alle sterben. Nein, du bist der Nächste, der hier stirbt. Mach ihn fertig, Ezio! Wir sind hinter euch! Wolpe. Da sieht Ezio zum ersten Mal, wer alles Assassinen sind. Und es ist auch gerade ein echt geiles Feeling, dieser Kampf. Meine Freunde, unser Ezio ist ein echter Krieger geworden. Er hat ja auch nur 10 Jahre gedauert und ihr habt mir nicht gesagt, was es mit der Bruderschaft auf sich hat. Jetzt stirb, Spanier. Du kommst hier nicht mehr weg. Ich prügel dir so lange auf dir rum hier in der Ecke, bis du Blut aus deinem Hintern verlierst. Ihr werdet durch meine Hand sterben, wie euer Vater. Nein. Definitiv nein. Das ist für meinen Vater. Paola. Er ist fort, aber wir haben, was wir wollten. Nein, ich muss ihm hinterher. Wirklich jetzt? Oder seid ihr aus einem anderen Grund hier, mein Sohn? Theodora, was tut ihr denn alle hier? Vielleicht dasselbe wie ihr, Ezio. Hoffen, dass der Prophet erscheint. Ich kam her, um den Spanier zu töten. Dieser Prophet ist mir völlig egal. Er ist eh nicht gekommen. Nein, aber ihr kamt.
Was? Die Ankunft eines Propheten wurde angekündigt. Und ohne unser Wissen seid ihr da. Vielleicht wart ihr schon die ganze Zeit der, den wir suchten. Cosa? Wer seid ihr? Niccolo Di Bernardo dei Machiavelli. Ich bin ein Assassin. Ausgebildet in der Kunst, die Entwicklung der Menschheit zu beschützen. Genau wie ihr und alle anderen hier. Ihr seid alle Assassinen. Paola. Volpe. Es ist wahr, Neffe. Wir haben dich alle geführt, seit Jahren. Haben dir beigebracht, was du brauchtest, um aufgenommen zu werden. Es ist wohl soweit. Wir haben, was wir wollten, aber es gibt noch viel zu tun. Kommt bei Sonnenuntergang wieder. Puh, was ein scheiß emotionaler Moment. Ich kann auch gerade nicht reden. Mutlak Bail Kolun Mumkin. Dies sind die Worte, die unsere Vorfahren sprachen, welche die Basis unseres Credos bilden. Wo andere blindlings der Wahrheit folgen, bedenket. Nichts ist wahr. Wo andere begrenzt sind, von Moral oder Gesetz, bedenket. Alles ist erlaubt. Wir arbeiten im Dunkel, um dem Licht zu dienen. Wir sind Assassinen. Nichts ist wahr. Alles ist erlaubt. Es wird Zeit, Ezio. In diesen modernen Zeiten nehmen wir vieles nicht mehr so wörtlich. Aber unser Siegel ist immer noch permanent. Bist du bereit, dich uns anzuschließen? Das bin ich. Das tut nur kurz weh, Bruder. Wie so viele Dinge. Benvenuto, Ezio. Nun seid ihr einer von uns. Komm, es gibt viel zu tun. Was ein krasser Moment einfach, das immer neu ist. Erst jetzt sind wir ein Assassine, nachdem wir das Spiel fast... Eden abverhalten. Venezianischer Umhang erhalten. Sequenz 11 beendet. Ich werde nicht sagen, dass das heftig war, aber das war schon sehr intensiv gerade. Also emotional war das gerade mit einer der krassesten Situationen im Spiel. Alles okay? Besser aufhören? Nein, ich muss zurück. Sofort. Oh. Mann. Sean? Aber klar. Wie konnte ich das vergessen? Willst du uns nicht einweihen? Rodrigo Borgia wurde 1492 zum Papst gewählt. Das bedeutet, dass Ezios größter Feind nun auch der mächtigste Mann Italiens ist. Wollt immer schon in den Vatikan. Dann hast du Glück, Desmond. Freu dich! Genau da führt deine Reise hin. Sehr schön. In den Vatikanstaat. Oh, ich weiß jetzt auch gar nicht, wie lange die Folge jetzt hier geht. Verdammt. Ärgerlich. Das sieht aus wie Leonardos Werkstatt. Wieso sind wir nass? Faszinierend. Total faszinierend. Was ist es, Leonardo? Wofür ist es gut? Das kann ich dir genauso wenig erklären, wie warum sich die Erde um die Sonne dreht. Ihr meint, die Sonne um die Erde? Es besteht aus Materialien, die es nicht geben sollte. Und doch handelt es sich um ein sehr altes Artefakt. Dieser Kodex nennt es einen Edensplitter. Der Spanier. Er nannte es den Apfel. Etwa Evas Apfel? Vom Baum der Erkenntnis? Willst du etwa andeuten, dass dieses Ding... Das darf niemals in die falschen Hände gelangen. Schwächere Geister würden wahnsinnig. Kein Zweifel, dass der Spanier alles tun wird, um es zurückzubekommen. Ezio,
Nutzt alles, das wir euch beibrachten, um es zu beschützen. Bring es nach Fort Lee. Die Zitadelle hat eine Mauer, wird von Kanonen beschützt und eine Verbündete kontrolliert sie. Wer ist diese Verbündete? Ihr Name lautet Katharina Sforza. Was ihr nicht sagt. Ich glaube, diese Mission wird mir gefallen. Dank dir für alles, mein ältester Freund. Leonardo, Ezio sagte mir, dass ihr oft nach Milano reist. Ich habe eine schöne Villa in der Toskana. Kommt doch mal zu Besuch. So werden Freunde, Freunde der Familie. Das ist neu. Romagna. Wo ist Romagna? Roma würde ich erkennen, aber Romagna? Irgendein abgefahrener Vorort, wie es aussieht. Das ist alles kleiner. So. Angekommen bei richtig schlechtem Wetter. Diese Markierung identifiziert Sondererinnerung. Venezianische Vorposten. Forli. Sondererinnerung. Hier war doch auch ein Grab dann. Hier ist das letzte Grab dann. Sehr gut. Dann würde ich sagen, versuchen wir jetzt heute noch dieses letzte Grab zu holen. Wenn die Erinnerungen das zulassen. Bevor wir hier die Mission starten. Das würde ich ganz gerne machen, ja. Schauen wir mal, ob wir da jetzt schon hinkommen. Ja, unsere Truhe ist voll mit Kohle. Und unser Bitter auch. Ich hoffe, das klappt jetzt noch mit dem Grab. Aber es ist immer noch so eine krasse Situation, einfach jetzt dieses Assassinen-Design. Diese ganze Situation, das Ritual. Mich berührt das immer noch. Voll krass eigentlich. Selbe Musiker sind ja auch am Start. Müssen hier nicht irgendwo Aussichtspunkte sein oder bin ich jetzt einfach voll blind dran vorbeigelaufen? Ja, die Sondererinnerungen gucken wir uns auch noch an. Na, da links wäre eine. Ein Aussichtspunkt. Okay, da geht's wieder raus. Braucht ihr medizinische Hilfe? Anscheinend, das ist da hinten. Ich glaube, ich sollte mich auch besser machen. Ja, da ist der Eingang. Auch völlig unauffällig. So. Auf geht's ins letzte Grab. Da da da. So. Mal gucken, was wir hier für ein duftes Rätsel lösen müssen, wieder mal. Oder ob wir nur durchklettern. Rocker di Ravadino infiltrieren und darin das versteckte Assassinengrab finden. Siegel finden, nicht Grab finden. Zum Torhaus gelangt. Ah, toll, es sind doch wieder Templer hier. Natürlich sind wieder Templer hier. So, erstmal da hoch. Ich hätte auch gerne sowas wie ein Animus. Wo man die genetischen Erinnerungen einfach extrahieren kann. Ich hab schon richtig langweiligen Vorfahren. Weil von dem, was ich weiß, ist es gar nicht so langweilig gewesen. Aber wer weiß, was davor alles war. Und welchen... Ich weiß, kann man meine Oma und Opa herkommen. Ich habe keine Ahnung, was davor war. Das ist eigentlich voll traurig.
sind so Sachen, die schon echt interessant wären. Die finde ich, man auch jeder wissen sollte. Weil das einfach, ist ja Familiengeschichte. Ja, guck mal, eine Truhe. Geheimen Bereich entdeckt. Ich Fuchs. So. Wenn es ein Torhaus gibt, dann heißt das auch, dass es hier wieder Templer gibt. Okay. Ich habe keine Ahnung, wo ich lang muss. Ach, wir können da unter durchtauchen, ne? Hätte ich auch drauf kommen können. Haben wir ja jetzt gemacht. Alles cool. So. Löcher im Turm. Kletter, kletter, kletter. Ich liebe diesen Super Mario-Sprung einfach von Wand zu Wand. Oh, wo ich mich auch mega drauf freue, was mir gerade so einfällt. Den Mario Maker für 3DS. Das wird so episch. Ich kann das zwar leider nicht aufnehmen, weil ich nicht weiß. Wie ich mit dem 3DS aufnehmen soll, aber es soll irgendwie so eine Karte geben, die man da reinstecken kann und dann kann man das Bild aufnehmen. Das heißt aber, ich muss mir das Spiel digital kaufen. Da bin ich irgendwie so gar nicht der Fan von. So, da drüben sind welche. Da, hier sind überall welche. Er ist mir bekannt, aber woher? Haben wir uns schon mal getroffen? Hier ist niemand. Bist du dumm? Ich glaube, er ist ein bisschen dumm. Lachu, da ist er! Leise. Soll doch keiner hören, dass du tot bist. So. Was willst du? Wir verlieren ihn! Dort, auf ihn! Na, geh weg, du blöde Kacka-Kacka-Kacka-Nase. Boom! Knacken auf Doom und tot. So, weiter nach oben müssen wir jetzt. Gehen wir doch einfach hier lang. Oh, der ist gar nicht tot, der ist nur K.O. und hat Schmerzen wie Hölle. Haben wir alles richtig gemacht. Wir sind ja kein Monster. Hä? Das Funkelgeräusch ist zu laut, als ob es weit weg ist. Aber hier unten ist es nicht, also muss es da drüber sein. Okay, darüber, darüber.
trotzdem erklärt nicht, wo das Funkgeräusch herkommt. Okay, das war irgendwie easy. Das war hier speedmäßig. Wow. Okay. Gehen wir halt mal nicht da runter und bleiben mal hier oben. Weil das so der einfachere Weg ist. Nicht nach oben, also nach unten, oder? Ja, erst wieder runter und dann wieder hoch. Alles klar. Grabkammer finden. Okay, der letzte Abschnitt kommt jetzt. Und hoppla. Pimmel ab. Schneidet ihn den Pimmel ab. Schnipp, 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 schnibbel die Schnapp. Da, auf ihn! Moment, was habt ihr? Eccolo! Verdammt, er entkommt! Eccolo! Echo. Hab dich, Großer. Das ist nämlich sonst so anstrengend, wenn du mich hier angreifst. So einen richtigen Kampf für dich habe ich nämlich keinen Bock. So, hier vielleicht hoch. Nö. Dann würde ich sagen, gehen wir da lang. Oder auch nicht. Und hier wieder hoch und da nochmal hoch. Ja, das war schon ganz richtig, die Seite. Naja, die Kamera ist gerade ein bisschen gemein zu mir. Aber das macht gar nichts. Ich habe mich da ja schon dran gewöhnt, dass es hier ein bisschen trickiger ist. Aber das hat ja jetzt alles ganz gut geklappt. Da hatten wir schon schlimmere Situationen. Okay. Ich glaube, wir sind kurz vor da. Okay, wir müssen hier anscheinend so ein bisschen genau. Huch, könnten wir da noch hoch? Ist da noch irgendwas Geheimes da oben? Wohl nicht. Oder? Nee. Schade, hätte ja sein können, dass wir da vielleicht nochmal irgendwie hoch können und dann da ja, noch eine versteckte Truhe ist oder so, aber offensichtlich ja nein. So. Zieh dich hoch, dann rüber. Nein. Okay, nochmal. Das war wieder dumm. Das war so dumm. So, Hebe ziehen.
und los geht's. Boink, hoch. Da lang, rüber. Hoch, springen. Und drin sind wir. Das letzte Grab. Sehr schön. Falls ihr das Grab sehen wollt, wo ich in der Hauptstadt, also in unserem Dorf, in der Toskana bin, das ist in dem Livestream versteckt, der eigentlich als Final Fantasy Livestream angedacht war. Stream. Da ist dann die Geschichte, die Familiengeschichte der Auditoris zu erfahren. Ja, die ist auch äußerst interessant. So, das war die letzte. Die letzte Grab. Assassinen-Siegel gefunden, Erinnerungen synchronisiert. Gefängnisausbruch. Ach, ein Ladescreen. Rufen Sie den DNA-Ordner auf, um den vorherigen Erinnerungen zuzugreifen oder sie zu prüfen. Ich glaube, ich kann die so auch normal spielen dann. Hui. Na, kommen wir irgendwo weit, weit oben raus, oder wie? Nee, weit, weit unten. Okay. Das ist ein bisschen... Ich bin eine Hexe, ich bewege den Deckel mit meinem Furz. So. Und damit sind wir dann jetzt auch schon am Ende der heutigen Episode von Assassin's Creed 2. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich werde in der Zwischenzeit kurz die Codex-Seite holen. Und wir sehen uns dann hoffentlich im nächsten Video wieder. Und da holen wir uns dann am Anfang erstmal die knuffte Rüstung. Und dann geht's mit der Story weiter. Bis dahin wünsche ich euch alles, alles Gute und haut rein. Bye, bye.